Kapitel 8, eine Falle. Oh je, das klingt nicht besonders gut, Leute. Willkommen zurück zu Fire Emblem Sacred Stones. Eine Falle. Sehen wir mal, was uns hier erwartet. Hier entlang Prinzessin Irika. Prinz Ephraim wird in einer Zelle weiter hinten festgehalten. Sehr gut, gehen wir. Sir Orson, wann wurde der gefangen genommen? Vor etwa 2 Wochen. Prinz Ephraim und ich waren gezwungen, uns zu ergeben. Seit jenem schwarzen Tag wurden wir in diesem Verlies festgehalten. Habt ihr während dieser Zeit etwas über die Leute in Erfahrung bringen können, die euch gefangen nahmen? Unglücklicherweise nicht ein Wort. Unser Essen wurde uns von den Dienern aus dem Nachbardorf gebracht. Sie wurden angewiesen, nicht mit uns zu sprechen. So hört mir nichts über den Krieg. Sagt mir, Saphir, geht es René? René ist gefallen, König Fado. Der König ist tot. Tot, mein König. Ich bitte um Verzeihung, Prinzessin Irika. Ich habe euch schlecht gedient. Es ist nicht eure Schuld, Sir Orson. Wir müssen unseren Blick in die Zukunft richten und nicht an der Schuld der Vergangenheit hängen bleiben. Die Armee von Grado verfolgt mich in der Hoffnung, meinen Armreif in ihren Besitz bringen zu können. Mein Bruder trägt den Zwilling dieses Armreifs und auch er befindet sich in Gefahr. Armreif? Ja, ich erinnere mich. Prinz Ephraim trägt seinen Armreif noch. Und Grado soll da hinterher sein? Wenn das der Fall ist, Prinzessin, solltet ihr vielleicht den Armreif jemand anderem anvertrauen. Vielleicht aber, gebt ihn mir oder Seth, lasst ihn von jemandem bewachen, dem ihr traut. Wenn das Imperium nach eurem Armreif verlangt, seid ihr so lange in Gefahr, wie ihr ihn tragt. Ich bitte euch zum Wohle eurer eigenen Sicherheit, euer Hoheit. Wie lautet eure Entscheidung? Wir dürfen nicht zulassen, dass der heilige Stein von René genommen wird. Alles, was ihr sagt, klingt wahr und überlegt, dennoch. Sir Orson, es tut mir leid, aber bitte übergebt mir eure Waffen. Seth? Was redet ihr da, Seth? Könnt ihr nicht sehen, dass ich unbewaffnet bin? Glaubt ihr etwa, man würde Gefangenen erlauben, Waffen zu tragen? Welche Art von Verletzung habt ihr erlitten, dass ihr solchen Unsinn annehmt? Wenn ich Unrecht habe, werde ich mich in aller Form entschuldigen. Aber mir stellen sich viele Fragen auf die ich keine Antwort weiß. Zu viele. Warum kam aus dem Schloss keine feindliche Verstärkung, während wir draußen in der Schlacht waren? Warum seid ihr eurer Zelle entkommen und habt Prinz Ephraim zurückgelassen? Woher kennt ihr die Verbindung zwischen dem Armreif und dem Heiligen Stein? Seth, hier liegt ein Missverständnis vor euch. Und warum? Warum verbergt ihr eine Klinge in eurem Arms? Wie? Nun gut, ihr habt euch kein bisschen verändert, Seth. Wenn Irika nur allein gekommen wäre, euch hingegen kann ich nicht täuschen. Orson, was ist der? Orson, warum habt ihr René verraten? Mein sehnlichster Wunsch wird mir gewährt. Den Rest meiner Tage wieder in den Armen meiner geliebten Frau zu verbringen. Was sagt ihr da? Das reicht, du hast dich gut gehalten, Orson. Von jetzt an übernehme ich, du kannst nun zu deinem geliebten Weib zurückkehren. Und damit lässt uns Orson auch schon wieder. Na super. Das ist ja ein toller Einstieg. Eine Falle eben. Da hat der Kapitelname nun mal völlig recht. Wer seid ihr? Wir sind uns noch nie zuvor begegnet. Ich bin Tyrado, loyaler und talentierter Adjutant von Walter, General in der Armee von Grado. Ihr seid der Adjutant dieses Monsters. Und ihr seid General Seth von René, ja? Ich dachte, mir würde ein kleiner Vogel ins Netz gehen. Stattdessen habe ich einen Falken gefangen. Wo ist mein Bruder? Ah ja, euer Bruder, er ist nicht hier. Der Feigling floh vor Lord Walters Verfolgung. Irgendwie gelang es ihm, aus dem Schloss zu entkommen. Unter dieser Bedingung zu entkommen, der solcherlei Sturheit ist sehr nervenraubend. Es war meine Listigkeit, die diesen Unglücklichen vor Pearl zu unseren Gunsten gewandelt hat. Ich selbst habe die Gerüchte ausgesät. Ich ließ die Dörfler glauben, er sei unser Gefangener. Welch bessere Falle könnte es geben, um seine süße, hingebungsvolle Schwester zu fangen? Mein Bruder konnte fliehen? Ja, aber euer zweifellos emotionale Wiedervereinigung wird bis zum Leben nach dem Tod warten müssen. Lasst uns dies nun beenden. Zuerst werde ich die Brücke zerstören, um euren einzigen Fluchtweg zu versperren. Alle Soldaten zu den Waffen. Tötet die Prinzessin, nehmt ihren Armreif. Na super. Prinzessin Irika, wir müssen sofort von hier verschwinden. Aber wie, die Brücke existiert nicht mehr. Ja, verdammt. Oh Bruder, es tut mir leid, ich... Ach was, das kriegen wir alles hin, oder? Als allererstes, schwupp, einmal aussortieren, wichtig, und ein bisschen umverteilen. Erstmal muss das Ritterwappen eingelagert werden. Oh, dein Stahlschwert ist auch ganz schön am Limit mittlerweile. Aber dann gib das mal rein, wir haben doch noch zumindest eine Eisenklinge. Alles klar, so. Nein, nein, nichts verwenden. Oh Gott, nicht den Energiering verwenden, bitte. Er ist zwar gar nicht so schlecht investiert unbedingt in dich, aber das ist ein bisschen gefährlich. Nimm mal das Stahlschwert noch raus.
Kannst du hin und wieder vielleicht mal stärker zuhauen, wenn du möchtest, mit den letzten paar Hits. Ah, du hast mir zu wenig Anwendungen. Du wirst nämlich etwas defensiver wieder gebraucht, aber wir können ein bisschen tauschen. Zu Arthur. Schwupp, und schon passt das Ganze. Sehr gut. Ich glaube, der Rest sieht auch soweit vernünftig aus. Dann kann es in meinen Augen auch losgehen, Leute. Stellen wir eine Formation auf. Ja, mittlerweile haben wir die volle Mischung, die man sehen kann an Gegnern. Ziemlich fies, aber das sollte machbar sein alles. Auf jeden Fall sollten wir schauen, dass wir da drüben vielleicht ein bisschen mit Garcia... Quatsch, mit Ross. Was rede ich denn mit Ross uns reinstellen? Der wird zwar auch mächtig was abbekommen, aber gedoppelt wird er in der Regel nicht. Ja, sind 16 wegen Waffendreieck, ne? Ist aber in Ordnung. 7 Schadenspunkte hier. Und der macht 13. Nochmal 4 da. Dann kommt nochmal der mit dem Bogen hier. Ja, alles vertretbar, Leute. Wir haben Bewegung 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ah ja, ich kann sogar den Schützen gleich rausnehmen. Das ist doch gar nicht mal so schlecht. Hier müssen wir ein bisschen aufpassen. Das kommt nur einer von denen durch sogar. Interessant. Das heißt, wir können hier durchaus auch mit Arika gleich jemanden wegräumen, wenn wir möchten. Das sieht doch eigentlich alles ganz vernünftig aus soweit. Er kommt, glaube ich, etwas weiter. Er hat Bewegung 6. Das heißt, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wir könnten uns damit hinstellen. Zusammen schaffen wir das. Wenn der Schütze zumindest aus dem Spiel genommen wurde, geht das. Ich denke, wir sind schon schnell genug hier. Dann sollten wir hier noch ein bisschen tauschen, ne? Dass sie in die Nähe kommt noch. Und dann sieht das eigentlich auch vernünftig aus. Kommst du noch weit genug nach oben? 1, 2, 3, 4, 5. Hast wahrscheinlich nur 5, ne? Ja, Ja gut, wie viel? Ja gut, Russ. Doppelt den und das passt dann. Naja, das läuft so, glaube ich, ganz gut. Starten wir, Leute. Ab geht die Post. Eine Falle, aber da werden wir schon rauskommen. Das kriegen wir hin. Ah ja, seht euch das an. Das ist doch schon mal ein super Anfang hier. Das sollte doch laufen. So, Ross. Mal wieder ganz klassisch. Sehr schön. Auch gleich ausgewichen. Eine Performance, die man sehen möchte. Mit dem Bogen kann ich natürlich auch gleich gut auszahlen, wenn ich möchte. Da kriegt Erika weniger ab. Das gefällt mir eigentlich sogar ganz gut. Machen wir das doch so. Okay, wenn ich mich darüber stelle, ja, da habe ich auch gleich den Support noch mit dabei. Das ist doch ganz schön. Das kann man auf jeden Fall machen. Los geht's. Hier ist der Schaden erstmal nicht so ausschlaggebend durch den Support, aber drüben schon eher. Wenn Colm sich dann wehrt auf der anderen Seite. Gut, alles was ich brauche. Stärke, Geschwindigkeit. Sehr gerne. Genau, wenn wir uns mit Colm jetzt einfach dahinstellen, dann sieht das doch vernünftig aus. Ich kann sogar, glaube ich, ein Stahlschwert equippen, oder? Ich meine nicht, dass wir die doppeln, oder? 13, ne. Aber ein Stahlschwert dürfte uns nicht so runterziehen, dass die uns wiederum doppeln, oder? Con 6 haben wir, das heißt minus 4 gibt es. Minus 4, das heißt auf 9 landen wir dann. Was aber immer noch ausreicht, um sich entsprechend zu Wehr zu setzen. Deswegen nehmen wir mal das Stahlschwert, ist okay. So, und hier geht's weiter, gleich mit Irika. Eisenschwert reicht aus. Mal sehen. Vielleicht kriegen wir da ein schönes Level ab. Das wäre wünschenswert. Einfach mal abwarten. Wie sieht's aus? Ah, Resistenz. Okay, von mir aus. Nicht besonders überzeugend. Aber ich meine, sie hat schon bisher sehr gut gelevelt. Kann man sich nicht beschweren. Geschwindigkeit ist sogar gemaxt und Fähigkeit lässt nicht mehr lange auf sich warten. Ja, das wird super, glaube ich, der Rest. Und sie sammelt da zumindest fleißig KP, also... Das ist auch was wert. Wie sieht's hier aus? Erfahrungspunkte technisch würdest du wahrscheinlich aufsteigen, wenn du den umhaust. Dann machen wir das Ganze doch so. Sehr gut. Ein Feuer regelt noch gar. Rums. Level up. Magie, Glück, Resistenz.
nach wie vor keine Geschwindigkeit. Ha? Oder nee, Quatsch, nee, das war ja andersrum. Das heißt, das war jetzt sogar mal ganz gut. Okay, der kommt weit genug, ist aber nicht besonders schlimm. Stellen wir uns noch auf die Säule eventuell. Mit einem Panzerbrecher. Können wir machen. Habt ihr eigentlich mittlerweile einen Support? Nee. Schade. Aber wir können jedenfalls nach oben. Ach, ich kann dich sogar heilen. Gibt ein paar Erfahrungspunkte. Distanzwaffen hat ja keiner. Dann können wir das sogar machen. Auch wenn es fraglich ist, wie lange sie noch mit dabei ist. Welches Level hat sie denn aktuell? Na, 2, ja. Das dauert. Weiß nicht, ob wir die noch auf Level 10 bekommen, um sie entwickeln zu können. Das erscheint mir etwas utopisch, aber wir werden sehen. Ah ja, er geht auf ihn. Ist in Ordnung. Oh, es ging daneben. Das ist super. Und wir doppeln ihn auch wieder. Mal sehen, wer hier finishen darf. Die Magier werden oben auch nicht schlecht aufgehoben. Die machen guten Schaden gegen die Ritter in diesem Raum. Wahrscheinlich, aber... Oh, das war nicht schön. 70%, naja. Gut, er geht auf Ross. Ross kann sich wehren, das sag ich dir. Ja, wir machen Fortschritte, das ist kein Problem. Ah, sieh mal einer an, Leute. Alrika. Prinz Ephraim, ich höre Geräusche aus dem östlichen Korridor. Es klingt wie ein Kampf. Glaubt ihr, es können General Zeph und Prinzessin Alrika sein? Männer, wir haben nun zwei Ziele vor Augen. Rettet Alrika und vernichtet den Feind. Kyle, Ford, seid ihr bereit? Ja, euer Hoheit. Wie immer. Lord Ephraim, wir sollten zuerst unsere Kräfte mit Prinzessin Alrika vereinen. Wir könnten sie über den östlichen Korridor erreichen. Komm jetzt, Kyle. Gerade um die Mangel zu nehmen, wird uns jede Menge Spaß bereiten. Jede Menge Spaß bereiten? Ford, du bist ebenso unverschämt wie unbedacht. Wenn Prinzessin Alrika irgendwas zustößt, würden wir Ritter von René... schon gut, ich verstehe, worauf du hinaus willst. Beruhig dich, bevor du noch überkochst. Prinz Ephraim wird entscheiden. Wie sollen wir vorgehen, euer Hoheit? Wir erwarten eure Befehle, Prinz Ephraim. Folgt mir. Sehr gut. Sieh mal einer an, Leute. Huhu. Ephraim ist mit dabei. Das erste Mal, dass die beiden hier mal zusammen auf einer Map stationiert sind. Das ist doch schön. Da kommt definitiv Freude auf. Gut, Colm brauche ich dann oben. Das heißt, wir können hier gleich mit einem Support eventuell den Schamanen ganz gut angreifen. Das kommt mir gerade auf jeden Fall entgegen. Alrika schickt mir nach drüben, würde ich sagen. Du brauchst momentan keine Heilung, aber wir können ein bisschen durchaus hier hin und wieder mal heilen, wenn wir möchten. Sollen den Support schön nutzen. Wer darf hier finishen? Der Typ ist auch schon relativ angeschwächt. Ja, ich meine, oben haben wir eigentlich so oder so ganz gute Möglichkeiten, da gut rauszukommen, sage ich mal. Die Hacke ist nicht stark genug, oder? Ein Wurfball ist ein bisschen unpräzise. Wie sieht's bei dem aus? Wirklich präziser sind wir da nicht, ne? Ich könnte natürlich auch Yoshi erstmal rüberschicken. Ja, ich stelle erstmal meine Magier wahrscheinlich hoch. Aber es wird dir nicht ganz reichen. Doch, mit dem Schnitter doppelst du. Aber ein Schnitter ist natürlich auch sehr wertvoll. Muss ich erstmal drüber nachdenken, wie wir das am besten machen. Ich stelle mir jedenfalls dahin. Kannst mal mit einem Blitz hier angreifen. So. Werde auch erledigt. Oh. Schön viele Erfahrungspunkte. Und einen Türschlüssel haben wir erhalten. Das ist doch schön. Solange es hier oben keine Leute gibt, die irgendwie großartig angreifen mit... Ja, Distanzwaffen sind wir hier eigentlich fein raus schon mal. 18, 19, 20. 20 ist relativ heftig, aber 21er Hit überleben wir schon. Müssen nur aufpassen mit der Crit-Rate. Ich glaube, Lute war nicht so Crit-intensiv, ne? Der hat Crit 4 und er hat Crit 8. Genau, ist schon ein Unterschied, den man bedenken muss. Wie hoch ist der Glückswert hier? 1 und so, naja. Auf jeden Fall sind wir mit Blut etwas sicherer aufgestellt. Nicht, dass wir aus Versehen jemanden quitten und dann war's das. Mit uns in dem Fall. Das ist wieder die Möglichkeit, ne? Defensivposition, aber Crits raushauen ist die gefährlichste Mischung überhaupt. Das ist immer das Szenario, wo man Crits nicht leiden kann. Ja, Crits sind halt nicht immer was Gutes. Oft, aber nicht immer. Gut, wir könnten auch mit einem Magier noch mit rübergehen. Da haben wir jetzt eigentlich eine... ganz gute Wahl, sage ich mal, grundsolide. Wie weit kommst du in Bewegung 5? 1, 2, 3, 4, 5, nur bis dahin, wenn dann. Ich würde ganz gerne mit Alrika weiter vorstoßen. Braucht halt auch noch eher die Erfahrung, wenn dann. Oder mache ich hier? Naja, ich brauche Loot oben, das ist schon wichtig.
Na, aber bei Joshua reicht's wiederum nicht aus. Wobei, wenn ihr beide zusammen agiert, geht's wahrscheinlich. Aber hier ist meine Trefferquote relativ niedrig. Auf der anderen Seite, ich habe momentan nicht viel zu verlieren. Und hat auch getroffen. Eben, weil hier kann ich jederzeit defensiv nochmal decken. Muss nur eine Position nochmal abdecken und das ist dann ausreichend. Wow. Es ist witzig, wie viel Stärke du vergleichsweise sammelst. Weil eigentlich müsste Ross eher der Flinkere sein, aber okay. Nehme ich auch mal so an. Ja, ist relativ präzise. Schnitter will ich halt nicht verbrauchen, das ist das Problem. Deswegen nehmen wir die Eisenklinge an der Stelle. Und das ging natürlich daneben. Super. Aber gut, ist nicht so schlimm. Da ist jetzt Erika dran. Die kann sich überall gut durcharbeiten, aber wir machen mal das hier. Das geht schließlich sofort. Gut so. Oben werden wir auf jeden Fall auch Heal brauchen, das ist klar. Noch bin ich aber etwas flexibel, deswegen nutzt die Heilung mal hier. Außer müsstet ihr dann Support doch haben, oder nicht? Wobei, momentan muss ich noch nicht so sehr auf Supports achten. Das kommt noch etwas später, sobald die ersten Leute dabei sind, die halt wirklich im Finale hundertprozentig dabei sind. Ausnahmen sind jetzt natürlich Ephraim und Erika, das ist klar, ne? Die sind immer wichtig. Auch hier wieder hat das Ganze Relevanz. Er hat ja aktuell noch eine Langsperre dabei. Das heißt, ich könnte ihn auch einfach mal da reinstellen mit seinem Langsperre, ne? Wenn ich nicht alles täusche. Genauso hatten wir das letzte Mal gemacht. Und da er halt immer noch die wichtigste Einheit ist in Bezug darauf, warum eigentlich nicht, ne? Ich meine, er tankt wahrscheinlich alles. Das sind hier 17 und das sind 12. Also, da mache ich mir keinen Kopf. Das tankt Ephraim sicher. Da kommt auch gleich niemand weit genug eigentlich. Das heißt, ich kann auch gleich noch ein bisschen weiter vorstürmen bis hierhin. Genau, mit meinem Langspeer ist in Ordnung. Und der kommt nur bis dahin. Deswegen stellen wir die nur hier auf und dann sehen wir mal, was der Gegner macht. Natürlich greift der Ephraim an, aber der kann sich wehren. Zack. Und nochmal. Ja, sein Langspeer ist doch was Feines. Schon gibt's ein weiteres Level-Up für Ephraim. Du meine Güte, ein perfektes Level-Up. Ich flipp aus. Das ist ziemlich cool. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ziemlich genial, Leute. Oh, er doppelt ihn. Oh, okay. Na gut. Joshua kann auch Erfahrungspunkte vertragen. Das ist völlig in Ordnung. Er schmeißt einfach die Langsperre. Der hat voll die schnelle Langsperranimation irgendwie. Das ist ganz witzig. Jetzt ist zack, zack. Habe ich jetzt lang gesagt? Ich meine schneller. Egal. So, ich glaube auch, hier werden wir doppeln, oder? Kriegt ihr das hin? Jawohl, perfekt. Und der Kolben-Support war wieder wichtig. Das ist ja wirklich einer der besten Supports im Spiel, ne? Einfach der Wahnsinn. Ist auch genau das, was Naimi braucht und Kolben eigentlich genauso, ne? Feuer ist halt echt viel wert. Haben nicht beide sogar Feuer gehabt? Nee, Feuer und Licht, aber Licht gibt ja auch Angriff plus. Deswegen ergänzt sich das halt wunderbar. Hier würde ich jetzt mit Erika fast runtergehen. Leider kommen beide an Ephraim ran. Aber ja, stellen wir uns da mit einem Rapier rein und das sollte eigentlich funktionieren. 18 Damage ist allerdings etwas viel. Also 19 sind es ja eigentlich, ne? Das heißt, wir kriegen ja 12 ab, sind wir auf 14 unten, aber der macht wahrscheinlich weniger. Oh nein, macht er nicht. Er hat 21, hat natürlich Waffendreiecksnachteil. 20 nochmal sind 13. Warte mal, 13 und 12, das geht aber. Na, ist in Ordnung. Das tankt die tatsächlich weg. Hier mit so einem Rapier sich nochmal reinzustellen, ist eine super Angelegenheit. Das kann nur gut sein. Und wir wollen natürlich alle den Dialog mit den beiden auch erleben, das ist ja klar. Ja, deswegen gehen wir das ganz lässig einfach nur vor. Genau, so machen wir das. Schön lässig. So, und der Rest kann eigentlich auch oben durchstimmen, weil ich meine, Ephraim und seine Leute sind stark genug. Da haben wir dann Ephraim und Erika unten, das ist völlig in Ordnung. Da geht eine Menge. Ja, wobei, da oben diese Schatzkammer ist schon gut gesichert. Und wenn wir später hier noch ein bisschen aufräumen können, schon mal vorab. Ich glaube, da kommt auch später Verstärkung. Dann ist das doch gar nicht so verkehrt. Das kann man auf jeden Fall machen. Die Frage ist nur, wen heile ich dann erstmal? Sind einige Leute zu gut angeschwächt für meinen Geschmack?
Arthur kann hier recht safe öffnen. Hat nur das Problem mit seiner Crit-Rate, wie ich schon gemeint habe. Das ist halt sehr gefährlich. Und sie wiederum. Def 3, das heißt, manche machen ja schon zu viel, oder? Die eine hatte 20 gemacht, das war das Maximum. Ist aber in Ordnung. Das heißt, mit Lutus ist einigermaßen safe, aber man muss schon vorsichtig sein. Auf jeden Fall muss alsbald dann Natascha nachziehen. Für den Fall der Fälle, denn sonst wird das echt eng. Aber ja, so ist das am besten von der Strategie, denn es hat niemand auch eine Langsperre dabei. Öffnen wir die Tür. Das ist nur problematisch, wenn sie sich durchkrittet, was halt sehr unwahrscheinlich ist. Aber dann hat sie immer noch eine gute Ausweichquote zumindest drin. Deswegen ist das etwas besser so. Genau, und dich heilen wir auch mal. Sobald ein paar Leute besiegt sind, kann auch Hirschurger aufräumen mit seinem Panzerbrecher. Aber das Problem ist eher, mit seinem Panzerbrecher doppelt er wahrscheinlich alle. Und dann würde er hier sich durcharbeiten und würde immer mehr Verletzungen abbekommen, bis er schließlich dann doch stirbt, auch wenn er natürlich am meisten Schaden macht. Das ist das Problem an der Stelle leider. Aber wir sollten hier eigentlich so ganz gut zurechtkommen, sehen wir mal. Da wird Lute auch schon angegriffen, sie hat 3%ige Crit-Chance und wir sind tatsächlich sogar ausgewichen. Aber ich sehe gerade, wir machen tatsächlich 12 Schaden, das ist doch ziemlich gefährlich. Gefährlicher als ich dachte. Ja, es sind 50-50s für den Gegner jeweils, aber... Ah nein, hier kommen wir nicht mehr durch, oh. Gut, durch das regelmäßige Ausweichen ist natürlich super. Das war doch etwas gewagt. Da eine tatsächlich so wenig Resistenz hatte, dass das so ging. Wahnsinn. Jawohl, das ist doch super, Leute. Da kommen wir prima durch. Und schließen zu Ephraim auf. Dann können die Geschwister zusammen agieren. Und ich denke auch, der Support zwischen den beiden dürfte ziemlich gut sein. Und ist auch vor allem nützlich, weil das ist klar, den kann ich bis zum Schluss gut gebrauchen. Deswegen können wir gleich mal ein bisschen fleißig sammeln, wenn wir das möchten. Jetzt muss Ephraim allerdings erstmal wieder nach oben stürmen, würde ich sagen. Naja, die anderen sollten schon auch noch ein bisschen Erfahrungspunkte hier und da bekommen. Du kommst nur bis dahin. Ist das hier ein freies Feld? Da ist ein Bodenfeld. Oh, dann können wir das hier nutzen. Perfekt. Dann kommt der Typ nämlich weit genug und wir können einfach mal plaudern an der Stelle. Ich glaube, ich kümmere mich jetzt erstmal da oben nochmal um die Leute. Hier kommt interessanterweise schon gar nicht mehr weit genug. Das heißt, die Situation ist echt voll unter Kontrolle. Es kommt nur noch einer durch. Das ist super. Ja, perfekt. Dann ist das hier oben eh schon geregelt. Das hätte dann kaum besser laufen können. Das ist wirklich schön. 96 Erfahrung. Wird langsam, wird alles doch. Ah, wer sagt's denn? Arthur kann ich auch da reinstellen, weil da kommen die auch nicht drauf. Kriegst du auch noch ein bisschen Erfahrungspunkt. Du bist ja auch kurz vom Level up, das ist in Ordnung. Ansonsten heilen wir einfach regelmäßig die Leute und dann passt das schon. Ne? Machen wir es erstmal so. So, erstmal wird Naimi geheilt und der Rest kommt auch bald dran. Dann wird das hier unten Zeit für den Support. Erstmal plaudern. Moment, ich will dem schon das passende Equipment haben. Der hat eine Stahllanze. Nehmen wir selbst auch eine Stahllanze. Endlich, Leute. Irika, geht's dir gut? Bruder, bist du es wirklich? Du bist am Leben, du bist am Leben. Aber natürlich bin ich das. Nachdem wir aus Renwall entkommen sind, hatte ich vor, einen Schlag gegen den Imperator selbst zu führen. Aber als ich hörte, dass du vom Feind überfallen wurdest, habe ich kehrt gemacht, um dich hier zu finden. Es scheint, als wäre ich keine Sekunde zu spät gekommen. Es tut mir so leid. Die Ironie an der Sache ist, dass ich versucht habe, dich zu retten. Und dabei habe ich nur deine Pläne durchkreuzt. Was redest du denn da? Du bist gekommen, mir zu helfen, oder? Deine Mühen allein sind genug, mich zu inspirieren. Komm, Irika, der Feind wartet. In Ordnung. Jawohl. Und ich meine, sie war auch ziemlich effizient, ne? Muss man ja mal sagen. Das war super Arbeit auf jeden Fall. So, weiter geht's. Der Gegner wird weiter massiv angreifen, aber wir werden uns hier schon durcharbeiten. Ohne Probleme. So. Daneben. Hier, nimm diese Stahllanze.
Sehr gut. Sehr, sehr gut. Oh, da kommt noch ein bisschen Unterstützung von da drüben. Haben die irgendwas Außergewöhnliches? Stahlschwerter? Ach, der eine hat ein Langschwert dabei. Das ist etwas lästig. Ich könnte selbst mein Langschwert noch gar nutzen, eventuell. Hat aber nur noch 4 Anwendungen. Dann stell dich erstmal mit dem Regen live hin, oder? Ja, die Stahllanze reicht wahrscheinlich. Mittlerweile sind wir so schnell, ne? Geschwindigkeit 16, ne? Jo, also das haut auf jeden Fall hin, würde ich sagen. Wie viel zieht es uns nochmal runter? Minus 5, aber das muss man immer bedenken. Also Geschwindigkeit 11 eigentlich nur. Reicht dann hier zum Beispiel nicht zum Doppeln, oder? Wobei, da hat ein Stahlschwert dabei, also seine Kondition ist nicht so gut. Minus 1, auf Geschwindigkeit 7 fällt er zurück. Hier haben wir eine Stahllanze. Der Typ wird sich wahrscheinlich doppeln lassen, ja, der hat zu wenig Kondition. Eine Eisenlanze. Dann ist das Regen Life tatsächlich erstmal die bessere Wahl. Das ist natürlich ein sehr mächtiges Teil. Wobei, ich nehme die Meisterlanze in dem Fall. Wir haben genug Möglichkeiten, hier sinnvoll zu agieren und... Oh, sehen wir eine an. Das ist doch auch cool. Können wir gleich hier weitermachen mit Irika, das ist auch super. Das Training lohnt sich. Oh, der hat getroffen mit 40%, was soll das? Ganz schön gemein. Aber erneut ein Level-Up, mal sehen. Ah, Stärke, perfekt, sehr gut. Und Fähigkeit ist auch gemaxt. Glückswert ist auch ordentlich oben. Oh, bald haben wir Waffenlevel A noch dazu. Sieht super aus. Das ist eine gute Irika soweit, würde ich sagen. Das ist eine wirklich gute Irika. Ah, der Rest kann eigentlich mal nach oben mit. Dann klären wir schon mal hier ein bisschen. Ich weiß nicht, wie es mit Verstärkung aussieht, aber das regeln die schon. Du hast 100%, ne? Das ist also auch safe. Das ist schön. Dann machen wir das. Ist der Typ auch down? Wir kriegen nochmal ein Level-Up für Arte. Na? Sehr gut. Das ist auch ein solides Level-Up. So, hier können leider 2 Leute angreifen. Aber der gute Joshua müsste das verkraften ohne Probleme. Er hat eine Verteidigung von 5. Gehen wir von 4 aus, weil er Waffendreiecks Nachteil hat. Dann sind das hier 12. Oh, und nochmal 15. Das ist... schon viel. 27 hält aber aus. Von daher sind wir doch auf der sicheren Seite hier. Gut. Stürmen wir rein mit dem Panzerbrecher. Wobei, wie schnell ist er mit dem Panzerbrecher? Es sind Gewicht 11. Hm? Gewicht 11, naja, minus 3 geschwunden. Naja, das kannst du. Also der doppelt die 100%ig. Gut, dann mach das. Klingt nach einem super Plan. Meiner Meinung nach. Wir können auch Ross reinstellen. Der ist genauso effektiv eigentlich. Er hat eine Def von 9 und er hat Waffendreiecks Vorteil, das heißt effektiv eine Def von 10, also 6 Schadenspunkte und 9. Hält er auch aus, 15 insgesamt. Dann können wir hier schon mal ein bisschen decken. Wahrscheinlich greifen einige ihn auch an, würde mich jetzt nicht wundern. Das ist wahrscheinlich das bessere Ziel. Für die KI, das ist klar. Ja, die kommen beide bis dahin leider auch, schade. Wäre auch interessant gewesen, aber wir können zumindest den Raum stürmen schon mal. Das ist auch was wert. Stelle ich erstmal Kolm da rein, da muss auf jeden Fall etwas weiterkommen. Wobei, ist nicht so wichtig. Der Rest hat aber eh bisher noch nichts großartig abbekommen, dann machen wir das so rum. So, dann stellen wir dich damit rein. Eine Heilung für Kolm kommt sofort. Wobei, ich könnte schauen für Lute, da sich jetzt natürlich nur eine Angriffsfläche bietet neben Joshua. Wenn sie... die Gegner hier nicht sofort ausschalten kann. Rest 2, Rest 2. Hm? Wir machen aktuell 13. Das heißt, 11 mal 2 würde sogar gehen. Ich könnte auch Loot reinstellen. Das Problem ist eher die Crit-Wahrscheinlichkeit, ne? Und bevor ich jetzt das Risiko nochmal auf mich nehme, lassen wir es lieber gut sein an der Stelle. Spielen das Ganze safe und gut ist, ne? Eben. Und Joshua ist jemand, der... gerne trainiert wird, ist eine super Einheit. Da ist alles gut investiert. Ja, vor allem auch mal ein bisschen Stärke, das ist schön. Kann er gebrauchen. Daneben, sehr gut. Oh ja, ho, da crittet er nochmal. Etwas unnötig, aber hey. So, jetzt wird wahrscheinlich Ephraim noch angegriffen, genau.
Da kommen sie auch schon. Aber das regelt er. Kein Crit? Nö. Einfach nur so umhauen. Crits? Wer braucht denn Crits? Das geht auch so. Oh mein Gott. Dieser Kontrast zum letzten Level-Up. Aber ich sag nicht, das letzte Level-Up war so unglaublich gut, dass es mir relativ egal ist, wenn er dann nur einen Restpunkt bekommt. Das muss sich ja alles immer ausgleichen, ne? Das ist es. Ja, aber es ist wirklich so. Das letzte Level-Up war fantastisch. Weißt du was? Du stürmst einfach mit nach oben jetzt so. Ganz lässig. Da kommt einer mit einem Stahlschwert. Wie schnell ist der Typ? 11 Geschwindigkeit. Mit wem will ich ihn jetzt anlocken? Wer ist eigentlich aktuell besser? Du hast deutlich mehr Stärke. Fähigkeit ist identisch. Er hat einen Geschwindigkeitspunkt mehr. Einen Glückspunkt mehr. Du bist aber auch defensiver. Das heißt, Kyle ist aktuell definitiv der Beste. Er hat auch einen Konditionspunkt mehr. Ja, du bist besser als Ford aktuell. Interessant. Ah, die Stahllanze kann ich wahrscheinlich nehmen. Du hast ja mit Con 10 eine relativ gute Con auch. Minus 3 ist bei dem wahrscheinlich nicht ausschlaggebend, oder? Doch, das ist ausschlaggebend, glaube ich sogar. Aber er hat ein Stahlschwert dabei. Gewicht 10. Naja, minus 1. Das heißt, er kommt auf Geschwindigkeit 10. Darf ich aber trotzdem keine Stahllanze nehmen, leider. Schade. Das ist wirklich ein bisschen schade. Wie weit kommt der Typ? Vielleicht kann ich ihn noch mit Irika anlocken. Nee, es geht noch nicht, ne? Schade. Ja, ich bleib mal in der Nähe vielleicht sogar. Wobei, der hat jetzt ein Langschwert dabei, ne? Aber bleib trotzdem mal zusammen. Ich will, dass wir jetzt immer zusammen weiterlaufen. Dass wir gleich schon mal ein bisschen den Support fördern. Angenommen, du wirst gedoppelt. Wie schlimm ist das eigentlich? Ich meine, du hast ja auch einen Waffendreiecksvorteil. Der Typ hat 17 Angriff, das heißt 16 aktiv gegen Def 10. Naja, sind 6x2. Ist nicht unerheblich, da ist das Waffendreieck nicht so ausschlaggebend. Bleiben wir also lieber bei irgendeiner Klinge. Das ist besser in dem Fall. Ich glaube, ein Stahlschwert kann er ohne Verlust nehmen, oder? Ja, Gewicht 10, das würde gehen. Das ist in Ordnung. Dann stellen wir dich mit dem Stahlschwert hin. Weiß nicht, ob ihr noch Supports habt, aber können wir auch nebenbei ausbauen. Warum nicht? Alles klar, so. Gut, dann stehen wir nun hier und Colm kann erstmal die Kiste öffnen. Sehen wir mal, was drin ist. Es ist eine Engelsrobe, das ist sehr, sehr gut. Das ist ein super Item hier. 7 Punkte, ja, das ist noch eine feine Engelsrobe. Herrlich. Mal sehen, wer die bekommt. Oh ja, das ist ein tolles Item. Für Survivability ist natürlich bei Erika auch wieder gut investiert, wenn man möchte. Wobei, das wäre dann schon sick. Das wäre dann schon richtig viel. Dann wird sie sogar richtig tanky damit. Muss man überlegen. Abwarten, Leute. Der Typ hier hat einen Langbogen. Ich habe es mir schon gerade gedacht. Ich habe mich gerade gewundert über den Range so ein bisschen. Aber das erklärt einiges. Das ist ein bisschen schade. Gut, ich kann natürlich dafür sorgen, dass er jetzt runterstürmen muss, wenn ich Ross da hinstelle. Und das ist vielleicht gar nicht mal der schlechteste Plan, wenn man möchte. An und für sich, warum nicht? Ach, stopp, Moment, du bist falsch. Du bist hier richtig. Da kann ich niemanden hinstellen, das muss ich mir nur merken. Das ist ziemlich wichtig. Keinen Fehler machen. So, natürlich wird Ross aber bald rausrotieren, deswegen ist größte Vorsicht angesagt mit so einem Vorgehen. Denn er soll natürlich nicht hauptsächlich die Erfahrungspunkte kriegen, das ist ja klar. Vielleicht benutzt er hier die letzte Hacke. Ich meine, der Typ muss runterrennen und wir haben ein paar Distanzkämpfer hier rumstehen. Das erscheint mir eigentlich recht sinnvoll. Ja, mit so vielen Distanzkämpfern an der Seite sollte das doch gut managebar sein. So, Arthur kommt zum Schluss, der muss sowieso noch geheilt werden. Sehen wir mal, jetzt kommt erstmal der Typ durch. Ah, daneben, wow, das war ziemlich cool. Ja, genau so, doppelt er nicht. Alles gut organisiert. So, da kommt der Typ mit seinem Langbogen, ist allerdings nicht besonders stark auch. Ja, einen Langbogen hätte ich gerne, das wäre was Feines. Sehr gutes Unterstützungstool. Daneben. Wie lange lasse ich den mich noch angreifen eigentlich? Ich will halt echt den Support ein bisschen hier ausbauen. Wir könnten eigentlich echt mit den anderen mal runterrennen. Ich meine, wir haben Zeit. Hat jemand noch einen Langsperr dabei? Nee. Du bist echt gerade der Einzige. Ach, weißt du was? Dann machen wir das jetzt so. Zusammen mit Irika von mir aus. Sollen die anderen erstmal oben weitergehen. Müssen sowieso ein bisschen vorbereiten wahrscheinlich. Und die Erfahrungspunkte sind auch bei denen nicht schlecht investiert. Also
Und das hier sammelt auch gut auf Supportpunkte. Bitteschön. Das taugt und das Waffenlevel ist endlich gestiegen. Das... Ah ne, es geht sogar direkt schon weiter. Interessant. Wenn wir möchten. Eisenschwert reicht aus. Jo, reicht aus. Waffendreieck ist wahrscheinlich... Ne. Macht nicht den Unterschied aus, Trefferpunkt technisch. Dafür ist die Stahllanze an sich zu wenig genau. Leider. 50% wieder. Zum nächsten Level up hin. Hey, wir können den auch gleich runterlocken. Wie schnell ist dieser Typ? 11 und der hat ein Stahlschwert dabei. Gibt also wieder minus 1, also Geschwindigkeit 10. Geschwindigkeit 9 haben wir. Mit der Stahllanze sieht es allerdings übel aus. Minus 4. Doppelt der Typ uns schon wieder. Haben wir leider keine großartige Wahl mehr. Def 9 haben wir effektiv, wenn man es genau nimmt. Kriegen also 7 mal 2 ab. Sonst kommt auch keiner durch, aber muss ich in dem Fall so machen. Geht leider nicht anders, schade. Wenn wir schnell vorankommen wollen zumindest, ne? 96 Erfahrungspunkte, das sieht eigentlich auch ganz gut aus. Oh, das reicht auch wunderbar aus, das ist ja super. Machen wir das so. Das sieht gut aus, Leute. Sehr gut. Daneben. Noch besser. Ja, ein Kapitel, das wirklich super abläuft soweit. Und danach haben wir auch eine wichtige Entscheidung. Glück und Resistenz von mir aus. Gut. So, Natascha kann sich mal um den hier nochmal kümmern. Erstmal eine Heilung raushauen. Und zum Schnitter wechseln wegen Angriffsgeschwindigkeit mal. Ja, das sieht doch super aus, Leute. Könnte kaum besser sein. Was haben wir hier alles? Ich muss nur auf Ross aufpassen. Aber auf dieses Feld kann ich mich erstmal sicher hinstellen. Hier geht es dann wirklich darum, nochmal effizient Erfahrungspunkte zu verteilen. Das ist wichtig. Und dann läuft die Sache auch gut, würde ich sagen. Oh, du kommst bis darunter, sehr gut. Mal sehen. So, da läuft erstmal der hier runter. Der wird zwar ein bisschen auszahlen, aber was soll's. Den sind wir auch bald los. Muss dann nach jemand anderen hinstellen, das ist sehr wichtig. Ach, und ich sehe gerade, da drüben sind noch zwei Schatztruhen. Das wird sicherlich auch sehr wichtig sein für uns. So, hier erstmal die Positionen bitte tauschen. Sehr wichtig. Das reicht nicht ganz aus. Das reicht aber aus. So, dann sollten wir auf jeden Fall schauen, dass wir zügig nach oben kommen. Denn gerade ist ein Dieb gespawnt. Den könnten wir allerdings hier unten schon abfangen. Der hat einen Dietrich dabei. Das heißt, den könnten wir uns auch schnappen. Das ist natürlich sehr verlockend. Okay, dann sollten wir uns auf jeden Fall holen. Mhm, das wäre auf jeden Fall wichtig, Leute. Aber gut, ich würde sagen, das machen wir alles beim nächsten Mal. Dann schließen wir das Kapitel gar ab. Das kriegen wir dann ohne Probleme hin. Das wird auch nicht mehr besonders lang dauern. Zwei Schätze krallen, Boss besiegen. Und gut ist, Leute. Aber soweit läuft das super. Die beiden Geschwister wieder vereint. Trotz dieser merkwürdigen Situation hier. Aber, tja. Rennwahl können wir einnehmen. Da wäre ich nicht so überzeugt von diesen Leuten hier, Tyrado. Das wird ein Untergang sein. Ihr seid ja genauso eingesperrt wie wir. Haha. So sieht's aus. Tja. Man sollte sich nicht selbst mit ein paar Löwen einsperren. Merkt ihr das, Tyrado? Egal. Wie auch immer. Auf jeden Fall. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit, Leute. Und bis zum nächsten Part von Fire Emblem Sacred Stones.